in der WG. Wir lieben unsere Spiele. Und da sind wir wieder und ich hoffe, dass wirklich nicht Toads Achterbahn kommt. Wir wählen mal Tic-Tac-Trauma. Oh, und Kai ist auch wieder dabei. Hallo. Und ja, viel Glück. So, mal gucken, welche Map kommt. Ich hoffe nicht wieder Toads Achterbahn. Autobahn, nicht Achterbahn. Die Strecke von Yoshi, wo ich auch den Namen gerade nicht weiß, obwohl er da gerade noch stand. Aber gut. So, auf ein neues, das fünfte Rennen. Oh, wir sind schon beim fünften, dann war das letzte das vierte. Oh, okay. Kriegt man gar nicht mit, wie schnell man, wie viele Strecken fährt. Wodurch auch ich immer jetzt gerade, Tempo gekriegt habe. Weil ich bin gerade nicht hinter einem hergefahren. Boah. Jetzt habe ich außerdem die Banane gedroppt, aber die hat uns jetzt hier auch nicht sehr weitergeholfen. Menu. Ja. Ich hätte den Pitz vielleicht nicht hier einsetzen sollen. Ob wir hier jetzt nochmal nach vorne kommen. Beim 64 war das ja bei der Runde so, dass man nicht gesehen hat, auf welchem Platz man ist. Es wäre cool gewesen, wenn sie das hier in den Teil auch gemacht hätten. Und wir haben wieder einen Pilz. Ich weiß gar nicht, was hier auf der Strecke der kürzeste Weg zum Ziel ist, ehrlich gesagt. Drei Pilze. Das ist gut, damit können wir was anfangen. Oh. Die Computer hier ballern aber auch die Items raus, ey, das glaubt man gar nicht. Und jetzt haben wir gleich schon die letzte Runde. So. Einmal nach vorne mogeln. Zumindest soweit wie es geht. Siebter Platz und letzte Runde. Ich fahre einfach mal dem Rio hinterher. Dann hauen wir mal den Stern raus, damit wir ein bisschen schneller sind. Oh, und wieder ein Stern. Boah, fast runter, Alter. Und ich krieg natürlich kein Item. Ja, dann wird das wohl, wenn jetzt kein Wunder passiert, wird das auf dem siebten bleiben. Aber wir schaffen es noch auf dem sechsten. Boah. Hätte man noch Windschatten bekommen, dann hätten wir vielleicht noch auf dem vierten kommen können. Schade, schade. Aber gut, sind jetzt gerade in der Gruppe aktuell auf dem vierten. Noch steht alles offen. Es sei denn, jemand hat es geschafft, alle Runden mit dem ersten Platz zu belegen. Dann bin ich etwas traurig. Mal schauen. Wario-Abfahrt oder Steinblock-Ruinen? Sind beide schöne Maps. Nehmen wir mal Varios Abfahrt. Und es wird unsere Map gewählt. Sehr schön. Mal gucken, ob wir jetzt mal ein bisschen punkten können hier. So, Rennen Nummer 6.
Oh. Komm, wir starten mal wieder mit dem Coin. Das wird eng. Oh, ich dachte, wir haben ihn jetzt runtergeschubst. Jetzt habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt, Alter. Wir haben fast runtergeflogen. Oh, mein lieber Scholli, ey. Und wir kriegen wieder eine Münze. Wir kriegen gerade keine nützlichen Items. Das ist ein bisschen traurig. Boah. Oh. Hä? War da nicht gerade ein Fingerpanzer? Wieso? Wie? Hä? Wieso mich? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wieso hat er mich erwischt? Ich bin gar nicht Erster gewesen. Naja, wie es meint, ne? Drei Pilze, das ist sehr gut. Und wieder drei Pilze, Alter. Damit können wir noch was reißen. Wir werden definitiv nicht mehr Erster. Leider. Und. Sind wir Zweiter? Ja, sehr schön. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Und ja, sehr gutes Rennen an die Rosalina, die Erster geworden ist. Ryu. GZ Ryu. Das war ein ganz krasser Vorsprung. Finde ich zumindest. Oh, dann kommt jetzt Rennen Nummer 7. Und da wählen wir wieder zufällig. Der Ryu ist jetzt weg. Wir haben jetzt noch Kai da und den, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe. Und es kommt Marios Piste. Als Strecke. Ach, das ist Ryu. Ich hatte bei Ryu jetzt gerade einen anderen Mii im Kopf. Aber gut. Bam, bam. Und da werde ich direkt gerammt. Ryu dürfte das hinter uns sein. Ich sehe aber leider gerade nicht, was für ein Item der hat. Falls er überhaupt eins hat. Deswegen behalte ich vorsichtshalber die Banane. So, ich hoffe, er hat jetzt... Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich hat er drei Panzer. Gott, ey, die machen mich gerade kirre hier mit den Panzern. Oh, letzte Runde. Mal gucken, ob wir die jetzt heile überstehen. Die Punkte können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ah, schade, den Turbo nicht gekriegt. Nur mal gucken, dass wir jetzt so durchkommen. Und bitte kein fliegender Panzer, Alter. Bitte.
Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Das war jetzt Runde 8. War das jetzt Runde 8? Steht ja auch nirgends vorbei. Ich glaube, das war Runde 8. Wenn ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn nicht, kommt jetzt noch eine Runde. Ich hab's gerade ehrlich nicht im Kopf. Jo, also falls es ein Cut kam, da sind wir wieder. Tut mir leid, dass ich da irgendwie nicht drauf achte. Wir wählen zufällig aus. Immer noch dabei der Kai und der Ryu. Und es kommt die London Farm, glaub auch von Mario Kart Double Dash. Das achte Rennen. Okay, dann kommt nächste Folge. Also jetzt nach diesem Rennen. Oh Gott, ich bin so. Ach Leute. Ich schaue ja auch das Let's Play von Nefias. Er spielt ja auch gerade Mario Kart 8 online. Und die verpeilen da auch immer wieder, wie viele Strecken die jetzt schon gefahren sind. Ah, oh, das. Jetzt weiß ich, wie schwer das ist. Da fehlt der Platz. Einen Pilot können wir brauchen. Das war ein bisschen riskant, aber okay. Kai ist Dritter, das heißt, vorne dürfte sich gerade nur die KI befinden. Auf den ersten beiden Plätzen. Ja, tut mir leid, Kai. Aber wir wollen die Punkte haben. Roter Panzer. Beide haben eine Banane hinten. Und wir haben uns auf den ersten gemogelt. Ganz knapp. Ist das Ryu hinter uns? Ja, der wird auf jeden Fall, wenn er es ist, wird auf jeden Fall gesehen haben, was für ein Item wir haben. Der wird uns nicht so einfach überholen. Der wird auf was warten. Verdammte Axt, ey. Wäre dieser fliegende Panzer nicht gewesen, ne? Der ist so mies. Und ich werfe die Items immer ab, weil ich nicht weiß, ob man sie beim Treffer verliert oder nicht. Aber gut, das war das achte Rennen. Jetzt kommt wirklich ein Cut für die nächste Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein!